2014 machte ein junger Mann direkt nach dem Abitur ein Praktikum am Karlsruher Kupferstichkabinett, der Sammlung von Kunstwerken auf Papier. Er sah sich viele Originale an, unter anderem zwei großformatige Bände mit 300 Ornamentzeichnungen aus Rom. Die Alben sind nicht leicht zu blättern. Einige eingeklebte Originale sind so groß, dass sie zusammengefaltet werden mussten, um hineinzupassen. Bislang galten die Blätter als Zeichnungen des bedeutenden Karlsruher Architekten und Stadtplaners Friedrich Weinbrenner. Weinbrenner war in den 1790er Jahren in Rom, wo er intensiv die antike Architektur und ihre Ornamentik studierte. Doch auf der letzten Seite des zweiten Bandes fand der junge Praktikant zwei Tuschpinselzeichnungen mit außergewöhnlichen Architekturfantasien, die ganz anders aussehen. Dieser Fund führte ihn zu einer sensationellen Neuzuschreibung beider Alben. Heute können Sie der Werkstatt des berühmten italienischen Druckgrafikers und Antikenforschers Giovanni Battista Piranesi zugeordnet werden. Piranesi lebte von 1720 bis 1778 und war und ist weltbekannt für seine spektakulären Ansichten Roms. Nach dieser Entdeckung wurden die Zeichnungen in einem 5 Jahre währenden Forschungsprojekt kunsthistorisch und kunsttechnologisch untersucht. Nun liegen uns zahlreiche Forschungsergebnisse vor. Alle technischen Daten zu den einzelnen Zeichnungen, GND-Daten, komplexe wissenschaftliche Analysen, aber auch niederschwellige Teaser und eine Reihe von multispektralen Bilddaten. Diese machen Unsichtbares sichtbar und zeigen unter verschiedenen Lichteinwirkungen zahlreiche Nutzungsspuren und Herstellungsverfahren. Eine Fülle von Material, das für alle Architektur- und Interior-Begeisterte auch in einem virtuellen Format zugänglich gemacht werden kann. Wir sind gespannt auf eure Ideen.